Jeden Tag bewegen sich tausende Menschen auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt. Seit dem Jahr 2018 gibt es in der Chemnitzer Innenstadt eine Videoüberwachung. Warum und wofür? Das möchte dieser Film aufzeigen. Wir arbeiten mit den Projektpartnern Stadtverwaltung Chemnitz, CVAG und Stadthalle schon über einen längeren Zeitraum zusammen mit dem Ziel der Stärkung der subjektiven Sicherheit in der Stadt. Die hierbei getroffenen Maßnahmen haben aber noch nicht den gewünschten Effekt erzielt. Daher kommt jetzt on top obendrauf nochmal die Videoüberwachung. Und wir als Polizei sind natürlich der Stadt Chemnitz sehr dankbar dafür, dass sie das Projekt initiiert hat und uns als Polizei einbezogen hat. Grundlage für die Videoüberwachung bildet das sächsische Polizeigesetz. In bestimmten öffentlich zugänglichen Bereichen haben wir Videokameras installiert. Der Bereich vor dem Eingang der Stadthalle, der Park am Roten Turm, die Zentralhaltestelle sowie die Fläche vor dem Kulturkaufhaus Das Tietz bilden die wesentlichen Eckpunkte. Wir als CVAG erhalten Zugriff auf die Live-Bilder der von uns genutzten Flächen, ebenso wie unsere Projektpartner, die Stadtverwaltung und die Stadthalle Chemnitz, auf die von ihnen genutzten Flächen. Die Polizeidirektion Chemnitz erhält Zugriff auf das gesamte Bildmaterial. Wir reagieren als Polizei allerdings nur anlassbezogen. Das heißt, bei uns bleiben die Bildschirme schwarz, so lange, bis wir uns aus einem ganz konkreten Anlass zuschalten. Das kann einerseits ein Notruf über die 110 sein oder der Hinweis auf einen verdächtigen Gegenstand im Gleisgelände der CVAG. Bei Straftaten haben wir die Möglichkeit, 10 Tage rückwärtsgewandt zu recherchieren, bevor die automatische Löschung erfolgt. Die gespeicherten Daten werden spätestens nach 10 Tagen automatisch gelöscht. Außer es liegt innerhalb dieser Frist eine Strafanzeige oder die Anzeige einer Ordnungswidrigkeit vor.